Boah, die Hornet, das ist, glaube ich, von Honda ein ganz wichtiges Produkt, also zumindest mal für den europäischen Markt, wenn nicht weltweit. Hallo, Ernst. Ja, hallo Sven. Ja, hier haben wir gerade die 500er Hornet. Das ist so das letzte Modell, was Honda in der Hornet-Reihe gebracht hat. Und zwar hieß die vorher CB500F. Und da die Hornet-Familie erweitert wird, auch nächstes Jahr mit der 1000er Hornet, wird das Ganze stimmig dann. Ne? Dann haben wir eine komplette Hornet-Familie, 500, 750, die steht direkt nebendran. Und die 1000er kommt halt noch. Sag's mal gerade, also das ist die 750er. Sind die rahmenmäßig baugleich oder machen die, ich sag mal, wie jedes Modell, die ist ja auch schwerer, die 750er einen anderen Rahmen? Nee, die haben komplett andere Rahmen, anderes Fahrwerk, ist schon ein ganz anderer Motorrad eigentlich. Ne? Das ist die 500er, ist das jetzt so ein Preis-Leistungs-Sieger, würdest du sagen? Also man kriegt viel Motorrad fürs Geld? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben hier Premium-Bereifung schon drauf, ein schönes Display. Rein zufällig habe ich auch die Schlüssel in der Tasche. Welch ein Glück. Mal gerade. Ja, sehe ich jetzt immer mehr. An. Digitale Displays, Full LED sehe ich. Genau. Natürlich. Und hier Farbe. Ne? Und das kann man hier schön einstellen. Das ist neu, der Joystick. Gehen wir gerade hier rüber. So, dann haben wir den Vorführeffekt. So, ein digitaler Display. Ah, da haben wir. Da haben wir's. So. Du sagst mal, was filmen sollen. Hier Einstellungen, hier im Display, ne? Das ist rechts dieses Zahnradkranz. So, jetzt gehen wir hier mal auf Display. Das war jetzt die ganze Zeit schwarz. Dann gehen wir hier auf nochmal Display-Typ, dann Helligkeit, Hintergrund, bevorzugte Informationen. Da kann man sich das ein bisschen anfassen. Mhm. Dann gehen wir auf Helligkeit, dann haben wir hier auf Auto, weil es hier drin etwas dunkler ist durch die Wetterlage. Da gehen wir mal auf Manuell. So, und da kann man das hier ein bisschen anpassen. Siehst du, wie es heller wird? Das ist so hell, dass wenn du Vollgas geben würdest, wäre es schon zu hell, oder? Ja, ja. Hier drin. Ja, deswegen kann man sich das ein bisschen anpassen. Dann gehen wir mal zurück. Da haben wir hier zum Beispiel Hintergrund. Ich habe ja so ein Display auch von meiner drin, der Honda. Mhm. Und das ist erstaunlich, wie gut man das ablesen kann, auch bei voller Sonne. Naja, ist auch so selbsterklärend, wenn man da mal ein bisschen drin hat. Ne, im Moment haben wir dieses schwarze Display. Jetzt gehen wir mal auf weiß, dass man besser ablesen kann. Mhm. Jetzt gerade. Und dann gehen wir mal nochmal raus. Ich so, das am Anfang, jetzt haben wir ein weißes Display. Ne? Am Anfang habe ich da viel rumgespielt, irgendwann bin ich nur noch gefahren. Das Wichtigste ist, du kannst ja alles sehen, die Drehzahl, wichtig der Tankstand, der ist digital. Mhm. Und es kann auch weniger kaputt gehen, sagen die einen. Die anderen sagen, es kann mehr kaputt gehen, je nachdem. Ja, normal ist bei Honda so, wenn sie was rausbringen, dann funktioniert das auch. Mhm. Wir hängen manchmal technisch ein bisschen hinterher mit Honda. Aber wenn es kommt, kann man sagen, funktioniert es. Wie bei Porsche so ein bisschen. Also die warten lieber noch ein bisschen. Sag genau. Mal, Schlüssel, Keyless Go oder so, das ist dann nicht so üblich oder in der Reihe Hornet und so? Nee, bei Motorrädern haben wir es noch nicht so oft. Es gibt die Goldwing, die das hat. Die Fireblade hat es mittlerweile. Aber ist wahrscheinlich auch ein Kostenfaktor, das Ganze. Ne? Schön. Der Lenker, ist das ein Sportmotorrad oder ein Allrounder jetzt? Das läuft unter Naked Bike. Ne? Naked Bike. Wie ist denn die breite Lenkstange, damit man schön bequem sitzt. Wie ist die Sitzposition? Kannst du dich mal kurz draufsetzen? Mal? Schon wieder? Ja, bitte. Ernst, sei so lieb. Ein Meter, wie groß bist du? 1,80. 1,80. Was also besonders? Wow, das steht dir gut, das Motorrad. Findest du? Du hast auch gut abgenommen, das gefällt mir. So ein, zwei Kilo so weg, ja. Ja, ich zeig mal hier vorne. Das Licht ist ja mega. Wenn du mal gerade aufblinkst, sei mal so lieb. Ich mach mal Fernlicht an. Krass. Und dann Lichthube. Hm? Ich hab jetzt wir haben hier vorne Positionsbeleuchtung. Die Blinker sind also immer an, sodass man halt gut gesehen wird. Das ist zulässig. Ja, ja. So erkennen wir im Moment immer noch guten Honda, so der ein oder andere Konkurrent hat schon nachgezogen. Ich habe das auch, bei meiner ist schon drin. Ja, ja, du hast ja auch einen Honda. Ja, stimmt. Ja. Aber ich habe eher so, die Flügelmarke hat es jetzt auch schon. Flügel ist Yamaha oder was? Nee, die BMW. BMW. Da steht erst ein Modell schon gesehen. Und wenn man blinkt, ich kann ja mal kurz blinken, dann sieht es so aus, ne? Ach, die ist jetzt genauso hell. Also meine war abgedunkelt. Also da, wenn ich geblinkt habe, wurden die heller. Das ist eine Idee schon heller, ne? Ja. Jo. Toll.
Also wie in Amerika quasi. Die sind dauerhaft an, so aber hinten nicht, oder? Hinten ist ganz normal. Ne? Mach mal, blink mal. Okay, verstanden. Aber hinten das Heck, das sieht doch aus wie eine Tausender. Ja, das ist schön gemacht. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt. Jo, hier haben wir auch die neuen Armaturen. Wie auch im anderen Video gezeigt bei der 125er. Ja. Ne? Und das ist eigentlich das gleiche Display. Aber man hat die Möglichkeit, bei den Motorrädern sich die Honda Road Sync App runterzuladen. Und dann kann man hier in dem Bereich, direkt hier neben der Geschwindigkeitsanzeige, hat man dann so eine Art Navigationsfunktion. Achso, das wird eingeblendet. Ne? Genau, mit Pfeilen. Ne? Ich brauche also kein Handy. Optimal ist, doch, Handy brauchen wir. Das Nein, aber ich brauche jetzt keins hier montiert. Aber es läuft über das Handy halt. Ne? Mhm. Und wenn man dann Headset hat, dann könnte man auch noch die Ansage über das Ohr. Das Gewicht, was wiegt die? Dürfte vollgetankt zu 190 Kilo. 190 Kilo, also sehr handlich, oder? Ja, ja. Darf ich die mal hören? Kannst du mal ganz kurz anmachen? Nochmal. Dieser dumpfe Ton, nicht übermäßig laut. Also, sehr schön. Peter, jetzt ein bisschen höher, weil es ein Kaltstart ist. Ist ein bisschen, kleines bisschen. Das ist noch Gas geben. Vielen Dank. Wir wollen ja die Leute hier nicht beschädigen, die hier sitzen. Nee, da gibt's Stress. Aber nur mal kurz hören. Ja, tolles Motorpreis. Wo liegen wir hier bei dir? Im Moment verkaufen wir sie so um die 7. 7. Ja. Bremsanlage, was haben wir hier? ABS? Wir haben Doppelscheibe vorne mit ABS, wieder Upside Down. Ist, glaube ich, Pflicht ABS in der Klasse. Ja, gibt's gar nicht bei 125 Kubik gibt es noch so ein CBS-Alternativ. Aber alles, was mehr als 125 Kubik hat, brauchen ABS. Die Kühlung, ist das ein... Flüssigkeitskühlung. Ja. Ne, die hängt hier direkt über dem Auspuff. Ein Wasserkühler oder Öl? Ja, Flüssigkeit. Ne? Flüssigkeit. Jo, sagt man heute, ja. Okay. So, Bremsflüssigkeit. Ist das jetzt zentral bedient hier, die Bremse? Oder ist es Vorder- und Hinterradbremse getrennt? Das ist getrennt. Hat auch den Vorteil, wenn man Kurven fahren will, kann man das ein bisschen steuern über das Hinterrad. Hm. Wenn man Kombibremse hat, ist das nicht so schön. So, Bremsanlage hinten. Kein Thema dann. Das System hinten, Federung, was ist das? Prolink? Oder? Jo, das ist ein Federbein, also Mono-Federbein, kein Stereo. Ne? Wie jetzt hier zum Beispiel bei der Scrambler nebendran. Ich guck mal gerade, die soll ein bisschen auf alt wirken. Und dann haben wir hier ein Stereo-Federbein, das heißt auf jeder Seite auch ein zweiter bei der. Also bist schon bei dem Cruiser. Auf der anderen Seite. Jo, hier ist die Scrambler, die hat das auch. Ne? Hat das auch, also da ist das Federbein hier drunter. Jo, also hat das Vor- und Nachteile? Seiten, ne? Oder? So gut, eigentlich geht es hier mehr um die Optik, ne? Dass das ein bisschen ausschaut wie ältere Motorräder. Aber vorteilhaft, ich würde sagen, ist dieses Monofederbein, das hat sich ja doch durchgesetzt. Ne? Boah. Vollverkleidung gibt es nicht für die, oder? Nachrüstbar? Gibt das Motorrad mit Vollverkleidung, dann ist es aber kein Hornet mehr, ne? Dann haben wir hier einen Vorführer stehen. Sag mal. Wenn du mal gucken willst. Ist baugleich, das Motorrad, ansonsten. Jo, der Motor ist das gleiche. Das ist die CBR500R. Preisig, aber teurer, oder? Ist teurer, ja. Gut, der Verkleidung, das ist alles ein bisschen mehr Aufwand dann. Sieht ganz anders aus, so. Also, ist schon. Also, damit hätte ich dann früher als 18-Jähriger vor der Disco Leistung. Das ist Held gewesen, also. Schon das, früher verheiratet gewesen. Ja, ja, ich 18. Mit 19 habe ich Kinder bekommen. Aber ich habe ja damals diesen, wie hieß der noch damals, der 1B. Kennst du noch? 1B-Führerschein. Ja. Du kennst das nicht, oder? Du bist noch zu jung. Ja, nee, das war noch zu jung, echt. Wenn man jetzt startet, klär mich mal auf. Wenn ich jetzt neu anfange, ihr habt ja viele Neuanfänger mittlerweile, die wieder anfangen, Motorrad zu fahren, ne? Ja, das auch. Es gibt auch viele, die den 196B machen und merken dann doch, dass Motorradfahren eine schicke Sache ist und rennen dann doch zum Fahrlehrer und dann geht es mit sowas weiter. Ne? Ist auf lange Sicht billiger, weil die, ich sag mal, 125, die haben wir eben gefilmt, die ja doch ein bisschen schwachbrüstig ist gegenüber der 500er, die kostet fast dasselbe. Ja, aber wenn du, sag mal, allein dir rumfährst, fährst zum Schwimmbad oder so, kannst du schön mit der 125er machen. Aber die kostet fast dasselbe. Die kostet 6 und die hier kostet 7. 5,2
und 7 sind doch schon fast 2 mehr. Ja, das stimmt. Ja, jetzt hast du abgerundet. Sehr schön. Jo, aber wenn du mit Kollegen fahren willst und die haben größere Motorräder, dann brauchst du auch ein größeres Motorrad. Ja. Sonst verliert man irgendwann die Lust. Ne? Und von der 500er Reihe haben wir ja mehrere Modelle. Wir haben die Hornet jetzt. Mhm. Dann hier nebendran haben wir der Scrambler. Der gleiche Motor drin. Der gleiche Motor? Ist der gleiche Motor. Anders eingebaut. Genau. Dann gibt es, wie eben gesehen, die CBR 500R. Dann haben wir die NX 500. Die haben wir hier drüben stehen. Und die Rebell 500. Das ist alles gleiche Grundkonzept, gleiche Motor. Aber immer Schalter, verschiedene Ausführungen. Immer Schalter. Genau. Automatik, also DCT, gibt es erst ab 750 Kubik. Okay, so, da sind wir. Da können wir vielleicht auch mal gleich ein Video drüber machen. Mhm. Ist sie stark verkauft, die Hornet? Ist das so Brot und Butter bei euch? Jo, das ist ein schönes Einsteigermotorrad oder jemand, der einfach nur ein leichtes Motorrad will. Mit einer schönen Reichweite kann man hier 400, 500 Kilometer fahren mit. Ja. Und der Verbrauch, die Leute erzählen immer so um die 3 Liter. Das ist sehr gut für so ein Motorrad. Ne? So, wenn ich hier haben möchte, ich weiß noch, Honda hat immer so Aktionen, irgendwie ich muss nie was bezahlen und fahr Motorrad. Ist das noch möglich? Ja, nicht mehr ganz. Wir haben immer noch die 50-50 Finanzierung. Was ist das? Man bezahlt die Hälfte, 2 Jahre lang nichts und dann die nächste Hälfte. Ich glaube, das ist dein Handy. Ja, das kennst du schon. Ich mache das mal aus. So, das heißt, du zahlst die Hälfte an. Die Bonität wird natürlich geprüft. Geht das schnell oder musst du da ewig warten? Nö. Nö, nee, geht schnell. Sehr schön. Mal machen das viele, die Hälfte? Es ist eine gute Sache, weil es zinsfrei ist. Ne? Im Moment hast du ja Zinsangebote, wenn du irgendwo Festgeldliehe hast. Also ich zahle nur die Hälfte? Dann zahlt man nur die Hälfte, 2 Jahre lang nichts. Also 3,5 hier. Und nach 2 Jahren hat man 3 Optionen. Man gibt das Fahrzeug zurück. Oder man macht eine Anschlussfinanzierung oder man bezahlt den Rest und übernimmt das Motorrad. Ja, wir sind bei Autoreiter, Auto- und Motorreiter. Du bist ja Auto- und Motorreiter, genau. Genau, ich zeig dich mal. Ich bin der Motorreiter. Seit 18 Jahren? 18 Jahre. 18 Jahre dabei, ja. Ernst Persch. Du hast einen Kollegen in Rehling-Siersburg. Wir sind hier in Saarbrücken, interessanterweise an der Stelle, wo nicht die Leute immer vorbeifahren. Da fährt man schon gezielt hin. Die Zulassungsstelle in Burbach ist hier um die Ecke. Nicht in Burbach, in... wo sind wir denn hier? Brebach. Klingt fast genauso. Sieht aber ein bisschen anders aus. Ist hier so eine Automeile. Also irgendwann mal vor, ich glaube, 20 Jahren hat sich hier so eine Automeile gebildet. Was ist noch in der Nähe? Mehrere Autohäuser. Wir haben hier Mazda, da haben wir Skoda. Tesla hat sich mittlerweile angesiedelt um die Ecke. Habe ich gesehen, Tesla. Ja, ja. Jo. Und das Wichtigste ist allerdings hier die Firma Mars. Zeige ich mal gerade. Denn ein paar Leute können nicht Auto fahren oder... Andere, die nicht Auto fahren können, sind in die reingefahren. Da habt ihr noch so einen Instandsetzungsbetrieb. Ich will ja nur ein bisschen zeigen, was hier in der Nähe ist. Also die Firma Mars kennen vielleicht noch mehr. Ja, normal sieht man sie kaum, aber ist tatsächlich mal jemand am Arbeiten. Da vorne. Ja, ja. Nee, ist schon gut. Wir haben auch sehr gute Kontakt hier zu den Marsens. Und, ja, alles gut. Da sind wir Ende September. Ist jetzt die Saison, ist jetzt vorbei, oder? Eigentlich durch. Aber die Saison lässt jetzt nach. Wetter ist auch nicht mehr so schön. Hm. Allerdings wurde ein goldener Oktober vorausgesagt. Und da schauen wir mal, der wäre schön. Ja, ich habe mir jetzt einen Lithium-Akku gekauft, also für meine. Habe ihn dann doch nicht gebraucht, weil ich dann so ein Netzteil gekauft habe, was das immer lädt. Das macht Sinn. Also es ist sogar fest eingebaut, das Netzteil. Hat so einen 32-Volt-Stecker, mache ich unten rein. Wenn ich die jetzt natürlich lagere, was sind deine Tipps für die Lagerung? Also wenn ich überwintere mal für 5 Monate, gar nichts? Also wenn man weiß, dass man gar nicht fährt, gehe ich immer hin, lade die Batterie voll, klemme den Minuspol ab und wenn ich dann fahre, hänge ich Ladegerät nochmal dran, dass es nochmal voll ist, Pol nochmal dran und fahre dann. Da hält die schon. Und ja, ich habe eigentlich fast noch nie eine Batterie gewechselt bei meinen Motorrädern. Ja, ich war ja so blöd und habe die Zündung nicht ausgemacht. Da ich ja Keyless Go hatte, habe ich sie angelassen. Du weißt noch der Tag, wo ich angerufen habe. Ja, ja. Das machst du aber nur einmal, ja, dann war die Batterie leer. Schön, also da ist sie. Das hat hier einen Schlüssel, das kann dir nicht passieren. Vielen, vielen Dank. Also Rehling-Siersburg und in Saarbrücken, da hinten ist der Thomas Reiter. Hallo Thomas, komm mal her bitte. Du hast keine Zeit heute, trotzdem müssen wir dich mal zeigen. Er hat nämlich gesagt, wir brauchen das Model. Du siehst auf den Motorrädern immer so gut aus. Ja, schon klar. Tschüss. Tschüss.